Schliemann war einzigartig. Also eine solche Person könnte man überhaupt nicht erfinden, was er alles in seinem Leben erlebt, gemacht und geschaffen hat. Schliemann ist ja ein Vielschreiber gewesen und das merken wir auch in unseren Akten. Es gibt so viele Briefe, so viel Kommunikation. Die Archivalien sind extrem wichtig, um den Wert des Objektes, um seine wissenschaftlichen Aussagen tatsächlich zu erschließen. Also das gehört untrennbar zusammen. Also ein Objekt, was seinem Überlieferungszusammenhang entrissen ist, weil man die Überlieferung dazu nicht mehr kennt, weil man das Schriftgut verloren hat, weil man die Aufzeichnung verloren hat, ist ganz, ganz viele Aussagemöglichkeiten beraubt. Die Erwerbungsakten zur Schliemann-Sammlung umfassen 8 Bände, die von 1879 bis 1939 reichen. In ihnen sind die Dokumente zur Auffindung der archäologischen Funde, besonders in Troja, aber auch in Griechenland, in Mykene, Tyrins, Ochomenos, enthalten. Den Reichtum dieser Akten macht die Vielfalt aus. Wir erfahren von Schliemann, wir erfahren von den internen Vorgängen in den Berliner Museen. Und da erkennt man Schliemann mit ganz vielen Facetten seiner Persönlichkeit. Die Detailbesessenheit, dieses sich um alles wirklich selber kümmern wollen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr umfassende Dokumentation, die uns in diese Zeit direkt einen Einblick ermöglicht. Das Papier, auf dem uns die Briefe überliefert sind, ist ja kein Papier, was unbedingt für einen Gebrauch 130 Jahre später gemacht worden ist. Es gibt Risse, es hat den Eindruck, dass es an einigen Stellen regelrecht zerbröseln kann. Also es muss einfach so gefestigt, so gesichert werden, dass eine Nutzung wieder möglich ist. Die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes hat uns bei der Restaurierung der Schliemann-Akten maßgeblich unterstützt. Im Mittelpunkt standen natürlich substanzerhaltende Maßnahmen. Im Inneren mussten ja mehrere hundert Seiten hinterklebt werden mit einem sehr dünnen, festen Japanpapier. Das diente der Beseitigung der Risse. Diese Akten informieren uns auch über die Fundzusammenhänge und über Transportwege, über beteiligte Personen. 1887 hat Schliemann eine eigentlich als Erholungsreise gedachte Nilfahrt auf seiner Yacht gemacht und Schliemann erwarb kurzerhand eine Sammlung altägyptischer Gefäße. Schliemann sah sehr wohl den Wert dieser Keramik darin, Datierungen vornehmen zu können, schickte also diese Funde nach Berlin. Viele der Objekte befinden sich bis heute in der Schliemann-Sammlung. Diese ganzen Geschichten, das ist, glaube ich, schon wichtig, um die Basis sozusagen seiner Tätigkeit dort und die Basis auch von Fundteilungen, von dem Export von Objekten, von Sammlungsteilen, um das wirklich beurteilen zu können. Und wenn man Objekte wirklich zum Sprechen bringen will, dann braucht man die schriftlichen Unterlagen, die sozusagen direkt mit ihnen verbunden sind, die ihre Auffindungssituation, ihre Bergung und all das dokumentieren. Wir merken natürlich, dass im Jahr des 200. Geburtstags von Heinrich Schliemann das Interesse an Schliemann noch einmal enorm zunimmt. Das macht es so wichtig, dass die Akten in einem guten Zustand sind, dass sie einsehbar sind, dass sie gelesen werden können und auch, dass sie eine solche Qualität wieder erreichen, dass sie als Digitalisate zur Verfügung stehen.